Moin, Luke Holt, wie geht es? Ja. Soll ich mal wissen, Boslo 8 Jahre am Amt, Lützebüscher Nationaltrainer. Was sind deine schönsten Erinnerungen an den Mann, schönsten Erinnerungen? Natürlich den 0-0 gegen Frankreich zu Toulouse, ja. Ist bestimmt. In Italien, wie war das so die herausstechende Erinnerung? Dann Toulouse, den 0-0 war sicher den kompletten Highlight. Und dann noch den Ideen in Italien, das sind natürlich zwei Weltklasse-Nationen. Wenn du als kleine letzte Woche Punkt kriegst, ist das natürlich formidabel gewesen. Nicht am Aufwand, weil da war es immer die Punktquote, war enorm schön. Für mich auch privat natürlich, mit meiner Familie war zu Toulouse nicht. Ich gehe dabei, das ist natürlich noch ein spezieller Effekt. Und dann natürlich, aber alle Länder natürlich von mir gewonnen haben, das ist also immer speziell. Ich habe selber gespielt, lange gespielt. Auch gegen Weißrussland? Auch gegen Weißrussland. Das, egal gegen welche Nation, das also ein Victor aus Jerez immer formidabel. Und hatten die letzten Spiele für ihn muss sogar auf dem Plan wären formidabel. Wir haben 11 Matcher, da 5 gewonnen und 3 gleich gespielt. Ja. Und wie gesagt, von Schmingling Karriere, in den 15 Jahren habe ich 3 Matcher gewonnen gehabt, die mal in einer längeren Saison gewonnen hat. Ich bin schwer, immer wert für zu gewinnen. Von daher, als wie gesagt, auch Victor, man bleibt ein bisschen vorhängen. Und schon alles, wenn ich an das Resultat zurückdenke, dann die Bilder, die zurückkommen, die schön waren. Negativ natürlich, den 8-0 aus Schweden. Das war einfach ein Tag, wo nicht hat sollen sein. Wo ganz, ganz viel schief gelaufen ist. Wo man alles offensiv, da war es für mich gespielt, wo man noch nicht so schlecht war über die Lippen. Wo man am defensiven Plan nicht gut verteidigt tun. Aber wo ich auch muss, wo natürlich durch Umstände, viele Jungen, die ich nicht mit habe, dabei kommen, wo dann nur das Resultat zustande kommen muss. So natürlich ein sauer Nuss. Super war natürlich, wenn man 3D Strop nicht getan hat. Für einen Strick zu kaufen mit den Bulgaren. Wo wir den Trainerteam gefordert werden, wo ich denke, dass wir da ganz gut geschafft haben, weil wir gegen Bulgarien in den Turnier gespielt haben. Und da haben wir auch bewiesen, dass wir einfach in der Erfahrung nicht mit der Tatsache sind. Ich gebe sowieso in der Erfahrung positiv und negativ. Mir als der 0-0 zu Frankreich wirklich positiv, weil wenn ich Spieler gucken, die Match gucken, die Porto, und da lässt du das hat kein Regress am Haus. Ja, das, wenn du von den Spielern gesehen hast, nicht länger mit dem Porto, mit einer Aktion kurz vor der wie Gerson Rodriguez abseits gepafft hat, wo kein Abseits war, wo länger auf der Goal war. Dann eine Aktion von Dave Turpel, so länger, wo ganz, ganz bisschen gefehlt hat, das war auch die Länge fort. Da muss ich natürlich so, der wird natürlich auch nicht der Goal zu viel überspannen. Ne? Die Franzosen haben natürlich Dominanz gehabt, obwohl sie keinen 100%ig Goalfluss hatten, sie hatten eine Dominanz, hatten Schuss, sie hatten Standardsituationen, wo sie hätten können. Können den Goal machen. Wir hatten natürlich, wie gesagt, auch die Situationen, wir natürlich noch ein bisschen mehr das Gute gewesen. Wir wären natürlich schon happy mit dem 0-0. Und dummer Dahlem ist natürlich, dass er vielleicht auch noch auf die Zukunft am Ende gehen kann, wenn er dann 3 Punkte nimmt. Als Schweden ist wirklich schwer, die Heize gewonnen. Sie haben aber Holland, Italien, indirekt Deutschland rausgeheizt, Schweiz. Hast du überrascht, dass Schweden so weit bei der WM kommen? Nein, das wollte ich nur so. Ich habe zu gucken, wie weit sie da kommen, dass die Kippe ganz schwer zu spielen. Dass die taktisch ganz gut ist, so gut am offensiven Bereich wie auch im defensiven Bereich. Sie haben variabel gespielt, sie probieren den Boden zu kommen, sie haben hier Ball operiert. Und ich denke, auch das wird man zu spüren, dass vielleicht die viele Umstellungen noch während dem Match verlaufen. Die Einzelnen müssen mehr in den Stand. Bis der Ball gestartet wird, so wird der Boden gespielt und dann kommen wir dann hier Ball. Was vielleicht nicht auch Spieler bei uns im defensiven Bereich sind Qualitäten waren, würde uns dann vielleicht mehr Probleme bereit, wie gewünscht war. Und ich meine, du musst mehr Nationen kämpfen, wie gesagt, sie sind am Viertelfinale wert, aber ob der Weltmeisterschaft kommt. Frankreich als Weltmeister, ich merke, das ist echt die schwerste Gruppe, die ich konnte kriegen, an der, wo man fertig spricht, 6 Punkte zu haben. Und du hier, neue Tag, Vormittag, eine super Kampagne. Wir freuen uns schon auf die nächste. Und aber wird der Lützebuer Tendenz, wenn ein großes Kipp könnt, der Josi Bakker zu fällen, wenn ein kleines Kipp könnt, alle weiter. Und was leidet das denn, als der Lützebuer vielleicht mehr interessiert an in der Gegner wie der WLF selber? Ich meine, wenn ich gucke, wie viele Lützebuer am Weekend in Deutschland Bundesliga gucken gehen, dann wissen sie besser, wie viel Interesse leidet. Leidet auf Event und natürlich.
natürlich vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass alle als nopalische Länder alle gut in der Equipe sind. Ne? Frankreich, Deutschland und Belgien auch, ne? ein Dritter auf der Weltmeisterschaft. Nopalische Länder, das sind die natürlich Weltklasse Spieler holen und forcément gehen denen die gerne gucken. Und das ist auch heute Fall, dass dann neue Leute ganz oft in Deutschland zum Beispiel ins Gefühl gehen und dann vergleichen sie den letzten Championat auch ganz oft du mal da. Und dass du in Unterschied hast, das ist evident. Und ich muss auch sagen, dass die letzten Matcher, die können aber auch die ich kriege von den Leuten, so dass die immer mehr positiv gehen, dass man immer mehr Unterstützung kriegen. Wie so, dass so nice für dich zu gucken, dann den letzten Bild von der Zivilisation, dass du so an so die Dach kommen, für das Bild zu gucken. Und nicht für Deutschland, Frankreich oder wie Moldawien. Nein, das soll letztes Mal kommen. Und wir wollen natürlich auch, dass ihr gucken könnt, nicht als Verlierer zu sehen, aber dass man die Hoffnung hat, dass man gewonnen. Das ist auch ein Ziel. Ich denke, dass wir hier bei einem interessanten Weg in der Weg sind, nicht einmal wie so für die Nations League, dass man hier gegen den wo wir können, Pferde springen, für Punkte zu sammeln. Und natürlich zählen wir hier auch als Zuschauer. Ich hoffe, dass wir den José Berg hier so gut wie es geht gefällt kriegen. Wie gesagt, für dann das Spiel auf den Mann zu holen und an das Gegner noch zu schlagen. Warst du pro neue Stadion oder contra neue Stadion? Das ist einfach komplett emotional. Du hast ein Spiel, wo so 80 Jahre Trainer, dich 23 Jahre am José Bach indirekt verbrüllt. Das hat für dich was verliert, letztes Mal am José Bach. Und wenn ich so sage, dass ich traurig bin, dass der nicht schon da ist für die Nations League, kommt leider ein bisschen zu spät, weil ich hätte logisch egal für die Nations League. Weil alle Fußballspieler, du kannst vor, wenn du willst, den der spielt lieber an einem Stadion, wo Zuschauer nur im Terrain drin sind, wo Ambiance ist, den überdenken das, weil du nachher nicht lautstärken kannst. Keine Laufpiste. Keine Laufpiste, wo José Berg muss die Laufpiste rundherum. Es sitzen 7 oder 8.000 Leute am Rhein, wenn nicht von der Tränen, auch da, dann die Zuschauer nicht so mal. Die Ambiance ist nicht so gut. Also, das geht natürlich auch alle Spieler im Terrain, aber von mir am Ausland spielen, am Stadion, die zu sind, die von den Zuschauern noch bei sind. Alle Toulouse, 35.000 Leute, noch bei, immens Ambiance. Das befriedigt die Spieler natürlich auch. So, also, bei Menge Spieler, also von daher, mein Stadion, bien sûr, erst willkommen, wir freuen uns drauf. Ich gehe noch mit der Equipe gucken, weil im Moment am Bau ist, gehe ich natürlich gucken, dafür schon ein bisschen. Zu weisen, was ob sie zocken dann in den kommenden Jahren. Also von da hier nein, wir freuen uns auf den neuen Stand. Nach zwei Fragen, ich ging dir wissen, dass gewusst, dass der VfL Nationalequipe in den letzten Jahren ganz gute Resultate gemacht hat. Und was leid hat? Letztes Jahr die an den Ausland wieseln oder mehr stark internationale Spieler, die auf die Länge wieseln, die an Vorlage gehen. Und was leid hat? Und was hältst du von den letzten Jahren, von den jungen letzten Jahren, 16, 17, 18 Jahren, die an den Ausland wieseln? Für dich denke ich, dass es pure Umstände sind, für was man die Resultate zustande bringt. Du gehörst zum Deal natürlich Formation, Ausbildung geht dabei, fährt dabei, dass man da mehr mittlerweile am Ausland spielen nun, dreht sich auch dabei, dann denke ich auch, dass er weiß, wie Matcher mittlerweile probieren. Das ist für mich das Essentielle, dass man nämlich im Terrain gehen. Mit dem Gedanken, für nicht zuerst zu verlieren, wir gehen auf den Terrain, mittlerweile gehen alle Nationen, für zu probieren, für Punkte zu holen. Das heißt, von der Mentalität hier, vom Selbstvertrauen hier, wie man Matcher modieren, dass man frisch probieren, noch viel zu spielen. Das ist für mich das Essentielle. Und da, wie gesagt, alle die anderen Aspekte dabei, ein paar Rollen zu gucken, dass er weiß, wie unsere Kippen die Europa League Matcher gehen. Du denkst, dass mittlerweile die Resultate fertig sind, weil sie mehr frisch in diese Ruhe gehen. Und das ist genau das, was mir persönlich gefällt. Ich denke, dass das den Hauptpunkt ist für was. Wie gesagt, und dann natürlich die anderen Aspekte dabei. Dass wir mittlerweile 15, 20 Spieler im Ausland tun, verschiedener gewinnt sind, alle Weekend auf einem gewissen Niveau zu spielen. Aber wenn ich noch gewinne, dass Decisionen muss ich schnell zu holen. Und, Zweikämpfe müssen zu feiern, die intensiv sind. An. Ja, alles da bringt man sich, dass sie was bei uns kommen, dass natürlich der Rhythmus an den Beinen und dann ist es auch für mich als Trainer natürlich mehr einfach für die Jungen, die Herren zu schicken.
aus der Pjanic ein Rückgriff für dich oder ist es verständlich, dass du eben für Bosnien wollt spielen? Nein, absolut nicht für mich. Weil zu der Zeit, wo Wednesday für Bosnien zu spielen, wäre ich noch nicht da. Also von daher kann ich nicht von einem Rückgriff sprechen. Natürlich ist es aber immer schuld, weil so ein Spieler sich entschieden hat, für ein Jahr in ein Land zu spielen. Notamment weil ein Ei über die Türen hat, dass sie dann auch Eis färben vertreten wird. Ich fand das immer schön. Wie gesagt, das ist eine Decision, die alle einzelnen Spieler muss holen. Ich muss auch den Reihen, die wir uns in einer Situation natürlich aus. Und muss ich noch natürlich, für mich persönlich, auch denke ich, wenn ich Zeit holen, überlegen, wie wert in vielleicht respektieren und dann die Saison hören, entweder spiele ich für das Land, wo ich noch lebe, oder spiele ich für das Land, wo meine Eltern hier kommen, oder wo ich noch vier Frauen habe. Und dann ein Sport treffen. Also, ich denke, dass Meinungen auseinander gehen. Und das weiß ich, das ist, und ich denke noch, dass das in Zukunft so bleibt. Ein ganz gutes Beispiel, der Leandro Barreiro, zum Beispiel, zum Einsatz, der Lohan Profiskader zum Einsatz, der Junge zum Beispiel ganz klar gesagt, es sind heute rausgehen. Ich fühle mich als Sitzebäuer und ich gehe absolut nicht besser, für irgendwie verloren Portugal oder wen spielen zu gehen. Nein, es sind nicht Sitzebäuer. So, das ist für mich ein Paradebeispiel für die Saison heute. Die Junge, die mir schwert, ich denke, da muss ich nochmal einen nehmen, dann nicht mehr die Spieler nehmen, die vielleicht dann nur die Schwab treffen, weil sie meinen, dass vielleicht bei jeder anderen Nation, dass sie vielleicht besser mehr Chancen haben. Weil auch die Chance von letztem Mal kann natürlich auch mehr Qualität tun, weil mehr dazu spielen, kann die Chance von letztem Mal auch vielleicht ganz qualifiziert. Also von daher, ich kann mich nicht mehr korrigieren, für letztes Mal zu spielen. Dann, wir probieren noch an Zukunft, wie gesagt, den Karte und die ganz kurzen sind ist natürlich mit klein zu machen, mit viel zu schaffen. Und dann, wenn sich dann alle entscheiden, für Reis zu spielen, dann können wir dürfen auch dabei sein. Und die letzte Frage, was du 8 Jahre am Amt, wenn du den Jeff Sabine in der zweiten Bundesliga gesetzt oder den Jeff Strasser, siehst du nicht vielleicht für schön, ihn da auch am Ausland in Kitze zu trainieren, quotidiennement? Ja, wobei ich muss so bei den zwei Chefen als Tentro ist das ein bisschen anders. Beim Jeff Sabine zu Bielefeld lebt das gut, lebt von Anfang an gut. Als Wiener kommen die Zigaretten in der letzten Saison, eine immens stabile Saison, wirklich gut gespielt, rapport zu den Moyen, die er hat. Natürlich ist das Saison ganz gefährlich, weil die Erwartungen natürlich auch mit Resultaten steigen. Ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass er sachlich erkennt, welche Qualität in dem Kader dann eine Zielsetzung nicht erreichen möchte für den Chef. Hoffentlich ist das aber auch zu Bielefeld. Also, wir haben gut gestartet. Aber ich hoffe, dass der Schien bleibt, weil, wie gesagt, dass ich schnell das Geschäft nicht daran denke. Noch andere Last geht, bei meinem Chef, muss ich leider heute den Chef dann noch etwas gesundheitlich wollen mit dem. Heute müssen die Sache abgehen. An der Seite, wie viel Stress das Ganze ist, dass nicht nur ein Elf Jungen auf den Terrain schicken und so, und du spielst du, das ist enorm verlebt. Nicht nur im Managementsbereich, weil du musst mit den Spielern, du musst mit dem Staff, du musst mit den Freiheitsregenten, du musst mit der Presse, du musst alles gucken, für das alles klappt, dass alles funktioniert. Du musst deine Equipe, dass du deine Equipe hast, dass ein mit den Männern kann. Und da sind hinten, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn du vielleicht mit Charakter in der DNA hast, den dann auch die richtigen Momente, weil ich unter dem Morgen mit Jeff schon unterwegs sind, kann aufschalten, weil muss ihn aufschalten, dann kann er nicht permanent bei 100 Volt funktionieren, das geht nicht. Dann geht das schwer, wie gesagt. Ich denke, dass die Erfahrung nicht so glücklich zu Ende gegangen ist, weil du musst ihn schon nachher nur natürlich freuen, wenn das mir wichtig Gesundheit. Oder natürlich der Reiz. Der Reiz ist natürlich, denke ich, bei allen Trainern da, für eine Kassel-Aventur zu machen. Ich muss natürlich auch so, von den Derenken können, dann das Projekt da, den mich interessieren. Natürlich gebe ich da mal, dass ich sehr viel, wo mich gefreut sind. Ja, ich will auch nicht wegwerfen, das wird nicht lohnen. Das ist enorm, enorm ein Pläsier, ein Spiel für ein Material zu schaffen. Wieso? Vielleicht mein, vom dann der Resultat. Also von daher ist das natürlich auch eine Sache, die noch nicht einfach so gibt, dann da Lupe lassen. Also von daher
Den Plan kann ich sowieso nicht tun. Die sind nicht die dann an drei Main, dass alles gut lebt oder ob alles schlecht lebt. Und voilà, dann ist es gut. Dann kann ich in der Woche also kann gut laufen. Und dann ist es in einer Situation, wo ich sehe, soll ich das machen. Dass ich schnell geschafft habe, sowieso. Das ist, was ich weiß. Ich bin immer fokussiert auf Perfektion, da wo ich bin. Setze 100% am Mandat. Ich meine, probieren aber für meinen Team so gut wie es geht, damit es präparieren und dann Also, gibt es den Trainer, wo du siehst, wenn er deinen großen Karriere schon hier gern, das ist mein Idol? Ein Idol bin ich nicht. Ich bin natürlich ein Trainer, wieso? Du hast für mich, ich denke, du bist immens gut, aber schon zu der Woche, wo Mourinho, Guardiola. Wo ich so ein, du gibst echt da nicht so mehr, wir sind nicht besten anders. Also, sind da deutlich, die Engländer erfolgreich und die anderen erfolgreich. Guardiola Hülle finde ich den Sinn, wenn ich gesehen habe, der weiß, wie diese Fußballspiele wächst. Das ist natürlich so, und der Mann ist nicht alles falsch, dem ist nicht sicher, am Ende nach dem ganz, ganz vieles richtig. Also, dass das nicht immer mit Züge belohnt wird, das wird auch alle Trainer. Ich denke, die Dominanz, wie Manchester City Lo zum Beispiel in England reist, Viertel bei München, Viertel bei Barcelona, mit all den Titeln, die ihr gesammelt habt, das hat sich für mich getrennt. Ich so, wow, ein guter Mann aus dem Spielplan, den er hat. Und so, und du gesagt, die Kippe den Handschuh vom Trainer. Das gucken ich immer gerne und so, ich immer Respekt habe. Selbst was mich interessiert, was ich gut fand, weil du viel an mich schon durchsprichst. Über die negativ. Okay, vielen Dank.